Ahnung. Achtet jetzt genau darauf, was ihr seht. Könnt ihr die Tiere erkennen, die sich hier verstecken? Das ist nicht einfach, oder? Schauen wir mal gemeinsam. Hier ist eine weiße Spinne. Hier ist eine Schlange, so regungslos wie ein Ast. Das ist eine Kröte, die sich zwischen vertrockneten Blättern versteckt. All das sind spannende Beispiele für Tarnung in der Natur. Sie zeigen uns, dass Tarnfarben dazu dienen, sich unsichtbar zu machen. Manche Tiere haben eine Farbe, die genau zu dem Boden passt, der in ihrem Lebensraum vorherrscht. Es ist zum Beispiel sehr schwer, einen Tiger zu bemerken, der im gelben Gras sitzt. Löwen wurden in der Farbe der Prärie erschaffen, weil sie in der Prärie leben. Deswegen können sie sich im ausgedörrten Gras leicht verstecken. Andere Meister der Tarnung leben in den kältesten Regionen der Erde, in der Nähe des Nord- und Südpols. Polarvögel. Es ist Herbst. Seht euch einmal dieses mit Steinen übersäte, teils mit Schnee bedeckte Feld an. Hier sind zwei Vögel versteckt. Könnt ihr sie sehen? Sie sind hier. Es ist fast unmöglich, sie in ihrer natürlichen Umgebung zu entdecken, weil ihre Federn eine Tarnfarbe haben, die genauso aussieht wie der Boden. Schauen wir genauer hin. Die weißen Federn des Vogels sehen genauso aus wie der Schnee auf dem Feld. Die Farbe des Erdbodens, der noch unter dem Schnee hervorschaut, ist auf den Flügeln der Vögel sorgsam nachgebildet. Erdboden und Vogel sehen gleich aus. Deswegen kann man beide nicht mehr unterscheiden. Es ist Winter. Alles ist schneebedeckt. Nun gibt es eine wundersame Veränderung an dem Polarvogel. Alle dunklen Federn sind verschwunden. Und wieder kann man den Vogel in seinen neuen, nun ganz weißen Umgebung nicht mehr erkennen. Ohne dass der Vogel selbst es weiß, ist sein Körper wieder perfekt getarnt. Die schwarzen Federn um die Augen schützen ihn davor, durch das vom Schnee reflektierte grelle Sonnenlicht geblendet zu werden. Jetzt ist es Frühling. Der Schnee hat angefangen zu schmelzen. Die ersten Pflanzen kommen zum Vorschein. Und wieder hat der Vogel neue Federn. Sie sind jetzt den Farben der Pflanzen angepasst. Und nun ist es Sommer. Der Schnee ist weggeschmolzen und der Erdboden ist sichtbar. Unser Vogel hat schon wieder eine neue Tarnung. Ihr werdet inzwischen bemerkt haben, dass dies ein ganz besonderer Vogel ist. In jeder Jahreszeit hat er ein Federkleid, das den Farben seiner Umgebung genau entspricht. Auch jetzt ist es fast unmöglich, ihn im Gras zu entdecken.
Doch woher kommt die fabelhafte Tarnung dieses Vogels? Er kann die Farbe seines Federkleids ganz bestimmt nicht selbst so verändern, dass sie immer zu seiner Umgebung passt. Und er hat nicht den Verstand, um wissen zu können, welchen Zweck seine Tarnung hat. Wer gibt ihm also die wunderbare Fähigkeit der Tarnung? Wer weiß, welche Tarnung der Polarvogel in den verschiedenen Jahreszeiten braucht? Wer hat die Federn des Vogels in den Farben der Umgebung gezeichnet? Auf diese Fragen gibt es nur eine einzige Antwort. Gott war es, der diesen Vogel erschaffen hat, und er war es auch, der ihm seine wunderbaren Eigenschaften gegeben hat.